Ich möchte, wie gesagt, etwas über die aktuellen Forschungsansätze und Ergebnisse der Behandlung der trockenen, aber auch der feuchten AMD Ihnen darstellen. Gut. Die Ursachen hatte Dr. Lemmen gerade schon wunderbar dargestellt. Ich will das gar nicht jetzt hier länger zusammenfassen, sondern letztlich, wie gesagt, es sind halt verschiedene Dinge in diesem ganzen Konstrukt von Netzhaut und Aderhaut da. Und besonders, ich möchte nur noch mal kurz sagen, dieses retinale Pigmentepithel, der Name spielt nicht so eine Rolle, ist aber so eine Schicht von so gerade Art Grenzsoldaten zwischen Netzhaut und Aderhaut, die sind halt sehr wichtig. Und hier kommt es, wie gesagt, zur Ablagerung in diesen Zellen, in diesen Grenzsoldaten, weil sie halt wie so, Herr Lemmen es gerade ja schon sehr wunderbar dargestellt hat, wie so Müllverbrennungsanlagen da sind und letztlich halt alle verbrauchten Materialien aus der Netzhaut verarbeiten müssen, recyceln müssen. Und das ist halt inkomplett und es kommt halt zu diesen Ablagerungen, die wir halt Drusen nennen. Und dann entweder kommt es zum Absterben, das war halt das, wie Herr Lemmen es halt darstellte, das, was wir diese trockene AMD nennen. Und hier sind halt letztlich bestimmte Entzündungsfaktoren spielen hier eine Rolle. Deshalb will ich es nur noch mal kurz ernennen, weil das für die therapeutischen Ansätze gleich relativ wichtig ist. Sprich, der Körper fängt sich an, gegen diese Ablagerung zu wehren. Das kann einerseits zum Absterben der Zellen führen oder aber auch dazu führen, dass letztlich so eine Art Wundheilung zustande kommt, wo dann irreguläre Blutgefäße, wie wir es eben gesehen haben, unter die Netzhaut einwachsen. Und dann hat eigentlich besonders die Flüssigkeit, die aus diesen Blutgefäßen austritt, das ist das, was die sensiblen Netzhautzellen dann wiederum sehr stört bzw. schädigt, sodass sie dann absterben und letztlich dadurch die Sehverschlechterung bei der feuchten AMD zustande kommt. Was ich jetzt eigentlich in den nächsten Minuten Ihnen etwas darstellen möchte, sind halt so die Dinge, und da tut sich Gott sei Dank extrem viel, gerade in der jetzigen Zeit und auch für die nächsten Jahre, das darstellen, was für die trockene und feuchte späte AMD an Ansätzen da ist. Lassen Sie mich mit der trockenen späten AMD beginnen. Herr Lemmen hatte gerade schon gesagt, das Ganze führt zu einer Sehverschlechterung, die Gott sei Dank relativ langsam geht, aber leider, weil sie halt immer fortschreitet, dann doch sehr, sehr gravierend sein kann. Und dadurch, dass die Augen halt wie eineiige Zwillinge sind und wie wir eben schon gehört haben, die Genetik, sprich die Prädisposition, eine ganz große Rolle spielen, kommt es halt dazu, dass dies meist häufig beidseitig ist und das natürlich, das brauche ich Ihnen nicht zu sagen, viele von Ihnen sind ja davon betroffen, dann dazu führt, dass man doch letztlich in beiden Augen schlecht sieht und natürlich dann die erheblichen Probleme im Täglichen hat. Herr Lemmen hat eben gerade auch schon dargestellt, dass letztlich halt besonders die äußeren Netzhautschichten, wo also diese eigentlichen Sehzellen sind und dieses Pigmentepithel, also diese Grenzschicht unter der Netzhaut, dass diese beiden Areale bei der trockenen Form absterben. Und letztlich dieses Absterben, sagte ich Ihnen gerade schon, der ganze Text ist hier eigentlich relativ irrelevant, er zeigt nur, dass letztlich das ein sehr, sehr komplexes Geschehen ist, dass nicht nur eine einzelne Zelle abstirbt, sondern dieses gesamte Konstrukt der Wechselwirkung zwischen Netzhaut, dieser Grenzschicht des Pigmentepithels und der Aderhaut sich verändert, dass hier diese verschiedenen Strukturen, die hochkomplex sind, durch bestimmte entzündliche Veränderungen, das Komplementsystem als ein Teil dieses entzündlichen Systems, das wir bei uns im Körper haben, spielt hier eine große Rolle, letztlich absterben. Und weil halt das verschiedene Strukturen sind, die absterben können, und beim einen steht das eine mehr im Vordergrund, beim anderen das andere, gibt es auch nicht die trockene Form der altersabhängigen Maklerdegeneration, sondern es gibt quasi verschiedene Formen. Dadurch gibt es aber auch, wenn ich das differenziere, wieder verschiedene Chancen, quasi hier therapeutisch einzugreifen. Und ich will jetzt nur mal zeigen, dass letztlich halt sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten existieren. Ich will gar nicht auf die ganze Vielfalt eingehen, aber ich wollte damit eigentlich nur aufzeigen, dass letztlich sowohl zum Schutz der Photorezeptoren, zur Verminderung von Entzündungen, zur Verbesserung der Durchblutung, das sind alles Ansätze, die verfolgt werden, die auch untersucht werden. Und letztlich so einige sind jetzt, und auf die will ich halt eingehen, die primär in diesem entzündlichen und Komplementsystem Bereich quasi sich befinden, sind jetzt auch schon so weit, dass wir sie vielleicht doch demnächst als Tabletten, Injektionen, wie auch immer, zur Einschränkung, zur Reduktion des weiteren Zellverlusts und zu einer Verlangsamung des weiteren Visusverlustes quasi eingesetzt werden.
Wir haben hier, Herr Lemm hat verschiedene Bilder eben gerade schon mal gezeigt. Die kennen inzwischen schon letztlich halt das, was wir Makula nennen. Und hier gibt es letztlich gerade, wenn diese sogenannten Pigmentepithelzellen absterben, habe ich die Möglichkeit, mit einer bestimmten Aufnahmetechnik, der Name Autofluoreszenz spielt hier keine Rolle, aber auch mit dieser Aufnahmetechnik kann ich mir darstellen, wo Zellen abgestorben sind, weil das dann schwarz wird. Und wenn es schwarz wird, kann ich natürlich die Vergrößerung messen und kann sehen dann in Studien auch, wenn ich etwas gebe, ob ich die Vergrößerung letztlich verlangsamen kann. Das muss ich natürlich vergleichen mit anderen, die es das nicht bekommen. Aber ich wollte nur sagen, dass letztlich halt dadurch eigentlich Möglichkeiten da sind, das Ganze letztlich auch morphologisch und objektiv quasi in der Größe abzuschätzen und Effekte zu messen. Ich sagte gerade schon, die zurzeit am hoffnungsvollsten erscheinenden Ansätze, das sind Therapieansätze, die jetzt hier in diesem Komplementsystem, das, wie gesagt, ein Teil dieses Entzündungssystems, auch das, die Details spielen hier keine Rolle. Wenn ich solche Details nur kurz darstelle, ist es mehr eigentlich, um darzustellen, dass letztlich in unserem Körper hochkomplexe Systeme ablaufen, die aber letztlich in der Netzhaut halt auch manifestieren, wodurch wir aber dann die Möglichkeit erhalten, dadurch, dass wir sie jetzt besser kennen, dass wir ganz spezifische Ansätze gehen können, um letztlich in diese negativen Prozesse positiv einzugreifen. Und da gibt es verschiedene Faktoren, die will ich jetzt auch nicht nennen, aber ein Faktor 3 und ein Faktor 5 spielen eine ziemlich große Rolle. Und wenn ich die jetzt unterbreche, kann ich diese gesamte negative Kaskade, die so ein Komplementsystem in Gang setzt, bis hin nachher, dass sich Zellen auflösen, kann ich die quasi unterbrechen. Und letztlich, das ist jetzt schon in Phase 2 Studien gezeigt worden, dass man dadurch den weiteren Verlust an Sehzellen verlangsamen kann. Es laufen jetzt auch bei beiden jetzt schon große Phase 3 Studien, wo die eine Hälfte der Patienten was ins Auge gespritzt bekommt, weil man diese Eiweiße, die letztlich solche anderen Eiweiße quasi wieder abblocken, quasi muss man ins Auge reinspritzen, ähnlich wie wir gleich das vielleicht von der Anti-VEGF-Therapie, da komme ich gleich zu, ja schon kennen. Auf jeden Fall muss ich sowas regelmäßig alle 1-2 Monate ins Auge reingeben, um dann diese ablockende Wirkung zu haben. Und dadurch kann ich halt den Verlust an weiteren Sehzellen verlangsamen. Es laufen jetzt diese Studien und im nächsten Jahr werden auch die ersten Ergebnisse von diesen beiden Studien. Ich will Ihnen nur ganz kurz zeigen, was man sich erhoffen darf, ist nicht, dass letztlich keine Zellen mehr absterben. Natürlich hier nicht jetzt praktisch ins Detail gehen, aber bei diesem Inhibitor, der so dieses C3 da inhibiert, da kann man halt eine 25-prozentige Reduktion der weiteren Progression feststellen. Sehr ähnlich ist das letztlich halt auch bei diesem C5. Das heißt, Sie merken, beide werden vermutlich relativ ähnlich wirken, weil sie auch in ähnliche Systeme eingehen. Aber leider ist nichts ohne Nebenwirkungen. Dadurch, dass ich den Verlust an Sehzellen etwas verlangsame, erhöhe ich leider das Risiko, dass ich eine feuchte AMD bekomme, sodass man letztlich, Sie merken, das Ganze ist hier nicht schwarz-weiß, gut, schlecht, sondern man muss nachher schon ziemlich differenziert sehen, wem nutzt du etwas und wo mache ich vielleicht noch mehr Schäden. Aber ich glaube, was die positive Nachricht ist letztlich, dass auch bei der trockenen AMD jetzt am Horizont Therapien erscheinen. Und ich kann nur sagen, aus meiner Erfahrung der letzten Jahre, dass letztlich, wenn das erstmal losgeht, dann gibt es halt auch immer ganz viel nachher weitere Dinge, sodass also einfach das schon an sich eine extrem positive Sache ist. Das nächste ist bei der feuchten AMD, da kennen Sie letztlich, dass es letztlich der Goldstandard ist, wenn ich letztlich, wie gesagt, Herr Lemm hat es ja dargestellt, es wachsen irreguläre Blutgefäße ein, aus denen tritt dann Flüssigkeit aus, die schädigen die Photorezeptoren und das Ganze wird durch bestimmte Eiweiße und Botenstoffe vermittelt. Wir haben wiederum andere Eiweiße aus einer Art Antikörper, die letztlich diese Botenstoffe abblocken und dadurch kann ich versuchen, den Prozess letztlich zu begrenzen, beziehungsweise besonders letztlich, oder das funktioniert halt dadurch, dass ich halt eine abdichtende Wirkung habe, ja. Das heißt, dass keine Flüssigkeit mehr aus den irregulären Blutgefäßen austritt. Und wie Sie es hier links sehen, erst ist die Netzhaut geschwollen und dann unter der Therapie geht die Flüssigkeit weg. Und dadurch kann das sehen, wenn ich Glück habe, auch ansteigen. Aber auf jeden Fall kann ich dadurch die weitere Verschlechterung über 90% der Patienten doch verhindern. Das große Problem ist halt dabei, dass ich schon regelmäßig und über lange Zeit, über mehrere Jahre, entweder alle 4 Wochen spritzen oder letztlich halt kontrollieren muss, beziehungsweise durch Kontrollen vielleicht die Intervalle etwas verlängern kann.
Und wir haben damals, als wir anfingen, einfach nachher auch mal untersucht, wie lange unsere Patienten dabei blieben. Und da waren wir ganz erstaunt, dass einfach auch meist aufgrund logistischer Probleme oder Krankheitsdinge nach 2 Jahren etwa 30%, ohne dass wir es gemerkt hatten, nicht mehr da waren. Das hat uns gezeigt, dass es ganz wichtig ist, ein intensives, man nennt es halt Case Management, das heißt Patienten zu begleiten, sie als Patienten letztlich ihnen zu ermöglichen, dass sie überhaupt die Therapie quasi auch über die Zeitachse durchhalten können. Das geht letztlich halt, haben wir im hohen Maße dadurch gemacht, dass wir mehr so telemedizinische Kooperationen machen. Das heißt, dass die Kontrollen meinetwegen auch 100 Kilometer entfernt stattfinden müssen und die Patienten, Sie als Patienten dann nur zu den Injektionen zu uns ins Fachzentrum kommen müssen. Dass man auf der anderen Seite, wenn ein Patient nicht kommt, den Anruf fragt, was war denn, und dann gleich einen neuen Termin vereinbart, vielleicht auch Transporthilfen gibt. Oder halt, wir haben ja vom AMD-Netz auch viele Module entwickelt über Informationen und andere Dinge, um zu sehen, dass letztlich halt Sie als Patient diese Therapie auch durchführen können. Auch hier gibt es jetzt neue Therapien am Horizont. Und ich möchte vielleicht noch mal kurz sagen, es geht primär darum, dass man versucht, natürlich Mittel zu finden, die ich nicht alle 4 Wochen spritzen muss oder vielleicht nur alle 2-3 Monate oder noch längeren Intervallen, oder aber auch, die eine bessere Wirksamkeit haben, um letztlich quasi vielleicht den Prozentsatz derjenigen, die eine Verbesserung finden, zu erhöhen. Hier gibt es jetzt ein Medikament, Sie kennen inzwischen Lucentis, Eylea und Avastin. Das sind alles relativ große Eiweiße und man hat jetzt versucht, ein kleines Eiweiß zu bilden, das auch in hohem Maße diese Botenstoffe ablockt und das sehr effektiv letztlich auch geht. Die Effektivität, wenn man auch dieses Medikament nur alle 2 oder 3 Monate gab, war genauso wie letztlich bei dem Eylea. Und die Hälfte der Patienten brauchte, wie gesagt, nur alle 3 Monate eine Injektion. Letztlich, die Netzhaut wurde auch gleich dünn, also von daher die Effektivität auch bei längeren Intervallen war ähnlich. Dann kann man sagen, prima, ist auch ein tolles Medikament, es ist auch seit letztem Jahr zugelassen. Aber etwa 1% der Patienten entwickeln teilweise schwere intraokulare Entzündungen, weshalb letztlich die Euphorie, es einzusetzen, doch geringer ist. Und letztlich hat wir das eigentlich häufig mehr dann einsetzen, wenn Patienten auch nach ganz vielen Injektionen der schon bisherigen Medikamente immer noch viel Flüssigkeit haben, weil wir da dann gesehen haben, wie bei diesem Beispiel, dass selbst dann noch die Flüssigkeit zurückgedrängt werden kann. Ein weiteres System, was jetzt von einer anderen Firma kommt, ist, dass man so ein kleines Röhrchen ins Auge einsetzt, um dann, was man nur alle halbe Jahre dann quasi mit solch einem hier Lucentis auffüllen muss. Das nennt sich Port Delivery System. Ist natürlich eine kleine Operation, wo durch ein Röhrchen ins Auge halt eingesetzt wird. Aber wenn ich das, dann reicht es aber aus, alle 6 Monate, vielleicht sogar nur alle 9 Monate einmal nachzufüllen, und dann wirkt das 6 bis 9 Monate und zeigt eine gleiche Wirkung, als wenn ich jeden Monat eine Spritze gebe. Das Dritte, was jetzt noch am Horizont kommt, auch im nächsten Jahr, ist von einer anderen Firma jetzt ein ganz neuer Botenstoffhämmer quasi, wo man jetzt nicht nur diesen Botenstoff, der letztlich die Undichtigkeit und das Wachstum macht, sondern letztlich halt einen weiteren anderen Botenstoff, der auch in diesem System eine Rolle spielt, nennt sich Angiopoietin, letztlich blockiert. Das spricht, dass ich also an 2 Dingen quasi diese irregulären Blutgefäße versuche zu attackieren. Hiermit hat man gezeigt, dass man teilweise sogar nur alle 4 Monate spritzen muss und eine gleiche Effektivität, als wenn ich alle 4 Wochen oder alle 2 Monate ein anderes Medikament gebe. Das heißt, Sie sehen, es tun sich viele Dinge. Und wenn man das Ganze jetzt zusammenfasst, kann man sagen, dass letztlich praktisch so im nächsten Jahr sich doch insofern Dinge tun werden, weil einfach für die trockene AMD, später AMD, die ersten Medikamente hoffentlich auch mit nachgewiesener Wirkung dann vielleicht zugelassen werden, die letztlich halt den weiteren Sehverlust verlangsamen, oder auf der anderen Seite bei einer feuchten AMD noch wirksamere, aber besonders auch länger wirksamere Medikamente zugelassen werden, die halt dann dass man also einfach die Intervalle verlängern kann und so die Ermöglichung der Therapie letztlich verbessern kann. Ich darf mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und hoffe, dass ich die Vielheit deren Dinge, die sich da jetzt gerade entwickeln, Ihnen hatte darstellen können. Ich glaube, das Wichtigste ist, wir merken, es tut sich viel. Ja? Das heißt, die Hoffnung, dass es letztlich in Zukunft besser wird und wir effektivere Therapien haben, ist sehr berechtigt, und darf mich in dem Sinne bedanken und freue mich nachher auf Ihre Fragen. Vielen Dank.